7 Male stehen einander in Wien, Austria und Rapid, die großen Rivalen im österreichischen Fußball, gegenüber. 30.000 tiefgekühlte Stadionbesucher erleben ein zeitweise erregendes Meisterschaftsspiel. Austria in weißen Hosen. Weite Vorlage in den Rapid-Angriff. Foul. Den Rapid-Freistoß hält Özcan bravourös. Jacare in Schussposition, Beresch faustet, Butzek Kopf, Hirnschrot rasiert, da geht's zu. Und dann bessert Hirnschrot aus, verliert aber doch endgültig das Leder. In der 7. Minute Eckball für Rapid. Hoch kommt die Flanke herein, Kopfball Flögel, Fröhlich wehrt mit der Hand ab, Schuss grausam, sie freuen sich zu früh, gnädige Frau, kein Tor, aber 11 Meter, den Seitel verwandelt. 1:0 für Rapid. Rapid drängt weiter. Özcan, Austrias Türke im Tor, bekommt Arbeit. Pausenstand 1:0 für die Hütteldorfer. Rechtsaußen Fritsch wird angespielt. Er bleibt hängen. Rapid hat Glück, Gebhardt am Ball zu Flögel. Steilpass für Seitel. Aus dieser Flanke wird nichts. Beide Stürmereien enttäuschen. Jacare, Freistoß, abgewehrt. Der Ball kommt zu Dirnberger. Dirnberger, bester Mann im Spielfeld. Verteidiger Fröhlich mit vorne im Angriff. Flanke. Butzek, Kopfstoß, aber auch Beresch ist auf dem Posten. Rapid-Freistoß, Seitel vergibt kläglich. Noch bange Sekunden für den Rapid-Anhang, Beresch rettet und dann steht das 1:0 für Rapid fest.